Willkommen zu unserer heutigen Coffee Lecture zum Thema Factiva. Factiva ist eine von Dow Jones angebotene Datenbank für Presse-, Unternehmens- und Wirtschaftsinformationen. Und wir starten direkt gleich mal, indem wir bei uns auf der Homepage nach Factiva suchen. Immer also schön über unsere Homepage gehen, dann haben Sie auch nämlich direkt gleich den richtigen Link. Und ich suche jetzt einfach mal nach Factiva. Und wenn ich das Ganze abschicke, ist hier auch gleich der allererste Treffer. Factiva, Sie sehen hier, es ist online und es ist ein orangener Punkt vorhanden. Das bedeutet, Factiva ist eine lizenzpflichtige Datenbank, die wir als sublizenzieren und quasi bezahlen. Und Sie können diese kostenfrei nutzen als Angehörige der Universität oder einer der Hochschulen im Lande Bremen. Und das bedeutet auch, dass Sie entweder hier auf dem Universitätscampus oder den Hochschulcampi sitzen oder dann eben über VPN verbunden sein müssen, um Factiva nutzen zu können. Wenn Sie jetzt hier auf die URL klicken, dann kommen Sie direkt dann zu Factiva. Das Ganze sieht so aus. Das ist quasi die Startmaske. Sie startet immer direkt hier in einer Freitextsuche standardmäßig. Was haben wir in Factiva? Factiva bietet rund 35.000 Nachrichtenquellen aus 200 verschiedenen Ländern, zum Beispiel Zeitungen, Zeitschriften, aber auch Bilder, Finanz- und Fondsdaten, also ein sehr, sehr bunter Mix. Vor allem interessant jetzt auch für die Sozialwissenschaften und die Soziologie dürfen dann vor allem auch die Presseinhalte sein. Besonders ist hier der exklusive Zugriff auf das Wall Street Journal sowie Material von Dow Jones und von Reuters. Und die Datenbank wird mehrmals täglich aktualisiert. Das heißt, da sind Sie wirklich immer up to date in dieser Datenbank. Zusätzlich zu der deutschen Oberfläche, die wir hier sehen, gibt es noch 7 andere Sprachen, unter anderem Englisch, Italienisch, Französisch, in der Sie diese Datenbank aufrufen können. Interessant sind hier, es gibt über 1500 internationale Zeitungen und Zeitschriften innerhalb von Factiva. Unter anderem finden Sie dort auch die Süddeutsche, die Welt, aber auch sowas wie New York Times, South China Morning Post, Sydney Morning Herald, also wirklich über den ganzen Globus verteilt, bekommen Sie hier einen guten Überblick. Eine Einschränkung gibt es, die ich vielleicht schon mal sagen kann. In Factiva ist nicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die ist einmal ausgenommen, aber ansonsten finden Sie wirklich alles, was Sie für möglich halten an Zeitungen und Zeitschriften und anderen Materialien hier in Factiva. Wir starten einfach einmal mit einer Freitextsuche und Sie kennen das vielleicht aus anderen Datenbanken. Ich suche jetzt einfach mal erstmal so quick and dirty und sage mal, ich suche was zum Thema Schule und Armut. Und wenn ich das jetzt abschicke, dann wird gesucht und dann sehen Sie als allererstes, es gibt nicht viel. Und warum? Weil nämlich Factiva, und wir gehen jetzt noch mal einmal zurück, hier oben sehen Sie, bei Suche ändern kann man nämlich immer wieder zurückgehen. Factiva sucht in der Freitextsuche voreingestellt immer als Phrasensuche. Das bedeutet, Factiva sucht hier Schule und Armut, das direkt hintereinander vorkommen muss. Das ist natürlich in einem normalen Satz nicht so wirklich häufig, sodass hier auch nichts gefunden wird. Bedeutet, wenn wir verschiedene Aspekte verbinden wollen und suchen wollen, müssen wir hier mit booleschen Operatoren arbeiten. Also and or not, das kennen Sie sicherlich. Und wir werden das hier mal mit AND verbinden und Sie sehen, es ist rot, das heißt, Factiva hat es jetzt auch als booleschen Operator erkannt. Wir können jetzt mal, bevor wir das wieder starten mit der Suche, können wir hier auch nochmal schauen, was es noch für Möglichkeiten gibt. Zum einen können wir direkt mal sagen, wir suchen nicht nur in den letzten 3 Monaten, sondern wollen beispielsweise im letzten Jahr Informationen zu Armut und Schule finden. Dann gibt es noch hier weitere Filtermöglichkeiten wie Quellen, Unternehmen, aber auch Thema und Branche, Region. Hier eingestellt ist schon als Sprache Deutsch und Englisch.
Und es gibt hier noch weitere Optionen versteckt. Das ist immer auch noch mal ganz wichtig, hier reinzugucken. Und zwar haben wir hier nämlich noch versteckt einen wichtigen Punkt. In der Freitextsuche wird wirklich der gesamte Artikel durchsucht. Wir gucken uns das jetzt einmal an. Wenn ich hier jetzt mal suche, dann finden wir 4.900 Publikationen jedweder Art, unter anderem auch Webnachrichten oder Blog-Einträge, wo Armut und Schule drin vorkommt. Wir sehen hier aber auch so in der ersten Übersicht, hier haben wir so die ersten Artikel, dass es teilweise vielleicht gar nicht so genau passt zu Thema Armut und Schule, was ich eigentlich haben will. Und da ist die erste Möglichkeit, was ich empfehlen würde zum Eingrenzen, immer zu sagen, hier über Suche ändern, Freitext und dann nur Schlagzeil und erster Absatz. Das heißt, hier haben wir dann nochmal die Priorisierung von denen, wo es wirklich, also entweder wirklich eine Schlagzeile oder eben direkt am Anfang einmal benannt ist. Das heißt, wo sichergestellt ist, dass es auch wirklich dann relevant ist. Wenn wir das jetzt nochmal suchen, dann haben wir jetzt nämlich nur noch 238 Publikationen, haben das Ganze schon gut runtergebrochen. Und hier passt es dann wirklich auch besser zum Thema. Hier haben wir wirklich auch so Schule, Schulkind und so weiter. Von der Oberfläche hier sehen Sie, es ist aufgeteilt in drei Spalten. Wir können die Anzeige hier auch noch ändern. Die erste Ansicht hier ist immer mit der Zusammenfassung der Suche. Ist manchmal ganz hilfreich, weil bei Factiva man sonst nicht immer die Übersicht hat, was ich eigentlich jetzt alles an Filtern schon eingestellt habe. Das heißt, wir sehen hier nochmal, wir suchen Schule Entarmut im letzten Jahr und wir haben zum Beispiel eingestellt, dass es Deutsch und Englisch ist. Und hier nochmal die Übersicht über die gefundenen Ergebnisse. Wir können das jetzt hier über die Anzeigenoption ausschalten und haben die Schlagzeilen hier, die gefundenen Artikel in einer etwas übersichtlicheren Ansicht. Im linken Bereich können wir jetzt weiter filtern. Zum einen sehen Sie hier eine sehr interessante Ansicht, eine Kurzansicht über die Verteilung des Themas in dem Zeitraum, den wir gewählt haben. Beispielsweise hier in diesem einen Jahr, also in dem einen Jahr, das wir gewählt haben. Und wir sehen da, zum Beispiel im Dezember ist das Thema sehr viel mehr in den Medien präsent gewesen als in den anderen. Kann ja je nach Thema, was Sie suchen, auch ein sehr interessanter Faktor sein, sich dann mal anzuschauen, was im Dezember da passiert ist, warum das plötzlich so aktuell geworden ist, das Thema. Wir haben hier außerdem noch wieder die Möglichkeiten zu sehen, was für Unternehmen sind hier am häufigsten mit benannt, welche Quellen haben am häufigsten zu dem Thema publiziert. Das ist also immer noch mal eine gute Möglichkeit, hier einzugrenzen. Wenn wir hier noch mal jetzt auf Suche ändern gehen, dann können wir noch mal wieder die Filtermöglichkeiten von einer anderen Richtung aus sehen. Und zwar als Beispiel sagen wir jetzt mal, wir wollen gerne zum Thema Armut und Schule suchen, aber außerhalb von Europa interessiert uns jetzt als Thema. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel hier einmal über die Quelle. Und da können wir nämlich hier direkt die Quellen filtern. Zum einen bietet Factiva direkt eine Liste von allen Quellen, die in Factiva enthalten sind. Ich würde empfehlen, jetzt nicht unbedingt alles anzeigen zu lassen, weil das ist viel zu viel und da steigen Sie sowieso nicht durch. Wir können aber hier gut filtern, zum Beispiel nach Top-Quellen, nach Branche oder nach Sprache. Wir können aber eben auch filtern nach Region. Und hier können wir dann beispielsweise sagen, wir suchen Armut und Schule in einer Quelle außerhalb von Europa. Und bei Factiva, da braucht man immer ein bisschen eine gute Brille oder ein gutes Auge. Hier verstecken sich nämlich hinter diesen kleinen Icons relativ viel Information. Wenn wir hier auf das kleine i drücken innerhalb von Europa, bekommen wir beispielsweise Details zu den Quellen, die dann ausgewählt werden. Das ist jetzt hier an dieser Stelle nicht ganz so viel, wird aber an anderer Stelle gleich nochmal interessant.
Wir haben hier jetzt die Möglichkeit, über diesen Pfeil zu sagen, bitte nimm das für mich oben auf in die Suche. Und wir können hier direkt über dieses Not-Symbol sagen, wir wollen den booleschen Operator nicht verwenden in der Quelle Europa. Und wir sehen jetzt hier, ich habe einmal draufgeklickt, dann wird es direkt übernommen. Wenn ich das jetzt einmal wieder suche, dann sehen wir jetzt 14 Publikationen, haben das schon sehr gut runtergebrochen. Das ist ja dann ein sehr spezielles Thema. Wir können einmal nochmal eine andere Suche probieren und dafür gehe ich jetzt hier auf das Europa, wieder auf diesen kleinen Pfeil und sage entfernen. Damit ist dieser Filter entfernt. Und wir können beispielsweise sagen, wir suchen in der Region außerhalb Europas. Ist also dann die Unterscheidung, entweder sitzt die Quelle, die Nachrichtenquelle in Europa oder außerhalb von Europa oder die Region selber. Und dort sagen wir jetzt auch nochmal nicht Europa. Sie sehen also, es gibt ganz viele verschiedene Filtermöglichkeiten, die in Factiva dann auch noch genutzt werden können. Wenn Sie jetzt hier also eine Liste haben von Informationen, die Sie gerne für sich gesammelt haben möchten und dokumentiert haben möchten, gibt es hier oben die Möglichkeit, sich die Treffer zu exportieren. Hier ist aber wichtig bei Factiva, es ist nicht für Text- und Data Mining jetzt geeignet. Sie können nicht mit einem Klick diese 96 Publikationen sich abspeichern. Was Sie dann speichern, sind die Informationen, also diese Metadaten, nämlich die Schlagzeile und vielleicht dann auch der erste Absatz. Das kann man hier nämlich einstellen. Sie sehen das. Man kann die zusammenfassende Suche, aber Artikel und Schlagzeile, also die gesamte Artikel, der ist ausgegraut. Factiva bietet hier also wirklich nur den Download einer Übersicht. Wenn ich jetzt mal einfach einen Artikel anklicke und jetzt nochmal auf Speichern gehe, dann kann ich jetzt auch einen Artikel herunterladen und mir beispielsweise als PDF schicken oder in anderen Formaten, wie Sie hier sehen. Was Sie auch hier entdecken können, wir haben jetzt beispielsweise hier als Quelle Deutsche Welle Radio, ist, dass wir die Texte als Rohmaterial bekommen. Also Factiva zieht die Informationen raus, packt sie in diese Datenbank, hat aber jetzt nicht beispielsweise von einer Zeitung oder Zeitschrift wie der Süddeutschen die Optik übernommen, sondern wirklich nur den Inhalt. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Wir können hier noch einmal in die Suchoberfläche gehen. Wenn wir jetzt neben der Freitextsuche sagen, das mit den booleschen Operatoren hier, das will ich jetzt erstmal alles so gar nicht haben, dann können wir auch das Suchformular benutzen. Und das Suchformular bietet im Grunde auch diese Möglichkeit. Wir haben hier entweder alle diese Wörter oder mindestens eines dieser Wörter. Das ist dieser booleschen Operator OR, keines dieser Wörter oder die Phrase. Hier haben wir also im Grunde direkt automatisch die Suchen mit dem booleschen Operator in einzelnen Zeilen. Eine interessante weitere Methode hier bei Factiva zur Informationsgewinnung ist hier der Punkt Unternehmen und Märkte, auf den ich noch einmal ganz kurz eingehen möchte. Und zwar haben wir hier, ich klicke einmal mal drauf, haben wir hier die Möglichkeit, wir haben ja auch gesagt, es gibt Wirtschaftsinformationen hier in Factiva, sich Informationen einzuholen, beispielsweise über Kurse oder auch über Industrie. Sie finden von einzelnen Unternehmen die Informationen zur finanziellen Situation. Natürlich alles ein bisschen abgespeckter als vielleicht in anderen Datenbanken, da es sich hier eben um eine Übersichtsfunktion handelt. Aber Sie finden hier auf jeden Fall grundlegende Informationen. Wir werden jetzt einfach mal als Beispiel, und Sie sehen hier, ich tippe jetzt mal UN und bekomme gleich Vorschläge geliefert. Und wir suchen jetzt einfach mal United Nations. Und da sehen Sie, wie sowas aussehen kann. Bei der UN sind es jetzt natürlich keine finanziellen Themen, die hier besonders relevant sind. Es sind aber Informationen über die UN als Unternehmen verfügbar und was eben interessant sein kann, auch für soziologische Aspekte, für Diskursanalysen oder auch Übersichten, sind hier die Punkte Webnachrichten oder auch Signale. Da finden Sie nämlich
zu diesem einen Unternehmen, das sie interessiert, gefiltert die Nachrichten, die über dieses Unternehmen veröffentlicht werden. Und interessant ist hier eben auch noch weitere Filtermöglichkeiten. Beispielsweise, wenn Sie sich interessieren für die United Nations und da dann für die internationalen Beziehungen beispielsweise. Wenn ich hier das einmal filtere, dann haben Sie gleich eine wunderbare Übersicht und können sich so ein Bild machen von diesem Unternehmen. Ja, also das so einmal als Beispiel. Ich gehe jetzt mal nochmal wieder auf Home. Abschließend können wir vielleicht nochmal sagen, Factiva bietet viele Möglichkeiten, um vor allem auf dem neuesten Stand zu bleiben für Informationen, was direkt in der Tagespresse ist beispielsweise oder auch tagesaktuelle Informationen zu Unternehmen. Wenn Sie hier Interesse haben, dann bietet sich Factiva an.